Ja, bei mir ist Brösel höchstpersönlich. Hier gab es ja eben schon eine kleine Vorabfahrt. Wie fühlt sich das an, durch die Massen zu fahren? Das war klasse. Alles mein Volk jubelt dem König zu, aber ich finde es eher umgekehrt. Ich bin der Typ in der Arena und ich winke meinen Königen zu. Weil da sind ja viele Menschen verkleidet, mit Bademantel sind sie gekommen und haben die Wernerkrone auf. Und die sind alles Könige, das finde ich ganz toll. Richtig, richtig gute Sache. Wie hast du dich heute nochmal final vorbereitet? Indem ich nichts gemacht habe. Ich habe einfach gut gefrühstückt, ich bin zu Hause gewesen, bin mit meiner Frau hier hergeschattelt worden und dann haben wir da ein bisschen in unserem Camp rumgehangen, haben in der Pause ein bisschen Mittag gegessen, haben ein paar Interviews gemacht und ist alles locker. Also. Können wir noch einmal zu deiner Horex gehen, weil ich sehe gerade, guck mal, hier wird noch letzte Hand angelegt. Ja, wir starten das Ding jetzt erstmal, das soll erstmal ein bisschen warm laufen, damit das auch schön, das Öl muss ja erstmal pulsieren in den Adern. Wenn das nachher zu kalt ist, dann reißt der Ölfilm ab und dann kommen die Motoren zu Schaden. Also ist man immer langsam. Mensch muss ja auch langsam erstmal aufstehen, sonst kriegt er einen Schlaganfall. Ne? Trotzdem hoffen wir, dass du natürlich ganz schnell nachher durchstartest. Wie soll das funktionieren, dass du dieses Jahr abziehst? Ja, halt dir mal die Ohren zu. Okay, ich wünsche dir ein richtig, richtig tolles Rennen. Toi, 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 Brösel, dass du es dieses Jahr schaffst. Und wir gehen gleich mal rüber, direkt zu Holgi. Den trösten wir nicht. Ich glaube, der hat auch ganz gute Chancen, weil denn auch der Porsche wurde ja hochgetunt. Moin, Holgi. Du stehst da ja ganz entspannt, muss man mal sagen, ne? Ja, sicherlich, klar. Ja, wir werden sehen. Ne? Das ist so eine kurze Strecke, da kommt es auf Bruchteile von Sekunden an. Das ist sag mal, aber Schutzvorrichtung, wo ist denn dein Motorradhelm? Brauche ich nicht, ich bin ja im Auto, angegurtet. Und die 200 Meter, die werde ich wohl hinkriegen. Wie hat sich das denn eben schon mal angefühlt, da an den Menschen vorbeizufahren, die einem so zujubeln wie vor 30 Jahren? Wunderbar. Schöne Stimmung hier. Aber leider zu kurz. Ne? 12 Sekunden, dann ist das Thema durch. Ja. Wärst du gerne länger gefahren? Ja, wir sind sonst ja immer eine Dreiviertelmeile gefahren. Ne? Ja, ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Toi, toi, toi fürs Rennen. Hier geht es gleich los. Ja, und jetzt mal gucken. Ja, man sieht im Moment eigentlich gar nichts. Ne? Man muss eben gucken. Viele Leute um die Horex rum. Also der Porsche ist auf jeden Fall lauter wie die Horex, weil der hat natürlich so richtige Rennauspuffanlage sich bauen lassen von irgendjemand. Das ist so eine Art Resonanzkörper, dass das ordentlich gefährlich schon mal klingt, um auch den Gegner entsprechend einzuschüchtern. Wir haben gesehen, die Auspuffrohre, wo du es angesprochen hast, gehen hinten hoch quasi an der Stoßstange. Ist es ja nicht, weil es ein altes Modell ist, da hat ja das Nummernschild da. Warum gehen die so hoch? Hat das nur optische Gründe oder hat es auch irgendeinen Staudruck? Ja, das ist irgendwie hat der Konstrukteur sich was dabei gedacht. Es muss eine bestimmte Länge haben, um einen gewissen Staudruck zu erzielen. Der Viertaktmotor läuft ja eigentlich auch mit einem gewissen Resonanzkörper besser. Und wenn man den einfach nur abnimmt, den Auspuff, um lauter zu sein, dann hat man zwar den Krach, aber niemals die Leistung. Okay, weil das ist ja eigentlich so ein Tuning. Accessoire, wie man es eigentlich hauptsächlich aus den japanischen Tunings her kennt. Ist das hinten die Rampe, von der Brösel startet? Ja, das ist so eine praktische, ja, wie ein Ständer, damit er diese Zeit nicht umkippt. Diese Zeit müssen wir noch Startblock sagen und dürfen Ständer nicht sagen. Jetzt hat er Platz genommen und das Problem, sagt er ja immer, ist ja, dass die Füße so weit hinten sind und das ist ganz schwierig dann zu starten, weil man nicht das Gefühl bekommt, zum Ausbalancieren. Man muss ja mit dem Oberkörper das Motorrad, damit es in eine Richtung geht, auch dementsprechend ausbalancieren. Ja. Sieht man es auch. Wie viel Benzin hat er drin? Nicht viel, ne? Er hat höchstens für, was weiß ich, 2 Kilometer Benzin drin. Okay. Weil das ist ja alles Gewicht und die will ja leicht sein. Und jetzt dreht er schon langsam den Motor auf 6.000, 7.000 Umdrehungen. Denke ich mal, locker sind das. Und Holgi ist auch gut mit der Drehzahl dabei. Jetzt ist der Start erfolgt und er geht gut aus dem Start raus und er macht die Entscheidung in den ersten Metern. Jetzt ist schwer, jetzt ist schwer. Das war der Start, den er da gemacht hat und das, denke ich mal, hat zum Sieg gereicht. Also das war glatt. Arschglatt, sagen wir. Ja, ja, ja. Startzielsieg. Also Holgi wusste schon, warum er so den Kopf zwischen den Schultern getragen hat. Aber wirklich? Das ist ja eine Granate gewesen, wie das Ding aus dem Banner schoss. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und man sieht, das ganze Volk jubelt. Am glücklichsten ist er selber. Absolute Freude. Großes Kino, Brösel. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Eiskalt abgeledert. War super, ja, gut. Wie fühlt sich das an, endlich nach 30 Jahren die Revanche? Erleichterung. Jetzt ist gut, jetzt können wir mal ein Eierlikör trinken.
Ja, dann wünsche ich dir eine richtig gute Feier. Genieß das mal ordentlich. Und wir wollen natürlich auch hier. Ja, das war sehr knapp, das stimmt, ja. Ja. Holgi, ja, wie fühlt sich das an, diesmal der Verlierer? Ja, nun, okay, das war sehr knapp und er hat zu Recht gewonnen. Okay, gut. Ja. Woran könnte es gelegen haben? Das war knapp, aber du hast zu Recht gehabt, doch. Das war ein paar Meter Vorsprung, mehr nicht. Fairer Sportsfreund bist du. Was? Fairer Sportsfreund bist du. Ja, natürlich. Woran könnte es gelegen haben, dass es diesmal nicht gereicht hat? Ja, bei mir die Maschineneinstellung, das muss ich nochmal analysieren, was da los war. Ne? Ja. Aber es war knapp, muss man sagen. Aber ich habe es auch gesagt, das ist bei der kurzen Strecke. Ich habe nachher noch aufgeholt, aber ja, gut, okay, das war auch der Strecke. Und könnte es ein drittes Rennen geben? Könntest du dir ein drittes Rennen vorstellen? Sicherlich, also das kann ich eine Revanche fordern. Ne? Also eine nächste Revanche wäre sogar denkbar. Wenn die Maschine besser überarbeitet. Und sie hätten das mal, wir sind übrigens im Kino und ich, wir sind auch extra aufgestanden, wir wollten das natürlich auch sehen, sie hätten das mal erleben sollen. Das ist unglaublich, wie die Menschenmassen hier gerade gejubelt haben. Ich habe schon das Gefühl, ehrlicherweise, die meisten haben schon für Brösel die Daumen gedrückt, ne? Ich habe das von Anfang an gesagt, in jeder Pressekonferenz und sonst was, ich da so Holger hat so eine Chance gehabt damals. Ja. Ha, ne? Und jetzt musste mal Brösel zeigen, was er kann. Ja. Und ja, wie man dann hier hört, guck mal, bin ich hier der Einzige, der darauf gewettet hat. Und ich denke mal, das gibt heute bestimmt noch eine richtig fette Party. Das glaube ich aber auch. Also angeblich hat er ja keinen Birkstoff getrunken, der Brösel, die ganzen letzten Tage. Also ich denke, heute Abend, hat er schon angekündigt, ein Eierlikör wird mindestens drin sein. Ich weiß nicht, Lotto und Egon, wie habt ihr das gesehen? Ich hatte das Gefühl tatsächlich, Brösel hat gar nicht richtig ausgefahren eben gerade die Horrex. Das weiß ich jetzt nicht, aber wie siehst du das? War es wirklich knapp? Naja, schoss aus dem Start raus in Perfektion. Ja, absolut. Das Motorrad ging absolut geradeaus, nicht einen Zentimeter versetzt. Und das ist das, was die Geschwindigkeit sofort mit auf die Strecke nimmt, wenn die Startprozedur so perfekt gehandhabt wird wie von Brösel. Er hat alles an diesem Tag richtig gemacht. Er hat auch gesund gelebt. Er hat wochenlang kein Alkohol, nichts mehr getrunken. Und Petra, seine Frau, die hat auch ihn vernünftig ernährt und alles. Er war schlank, fit und ja, auch ganz körperlich gut eingestellt. Auf ja, wir haben ihn auch gesehen von dem Zelt und da haben wir gesehen, er ist total fokussiert, sehr fast schon in sich gekehrt, was man bei ihm gar nicht kennt. Jetzt ja, sehen wir das Rennen nochmal. Da macht er die entscheidenden Meter, genau. Nämlich perfekt geschaltet in den nächsten Gang. Holgi holt etwas auf, aber Ja, absolut. Also Holger hat schon recht, es war knapp, aber es war eben auch der hervorragende Start von Brösel. Ja, also das hat alles perfekt gepasst, der Kupplungsdruckpunkt, die Drehzahl vor allen Dingen. Das ist ja das Wichtige. Er hat ja immer die ersten Starts zu wenig Drehzahl gehabt. Ja. Dann ist der Motor einfach immer in die Knie gegangen. Aber jetzt, denke ich mal, hat er genau die richtige Drehzahl gehabt, auch den Kupplungsdruckpunkt, alles hat perfekt gepasst. Wenn wir so einen Punkt bringen sollen. Mann und Maschine. Da sehen wir es nochmal. Er hat gleich die ersten Meter. Aber wenn wir es jetzt analysieren sollten, wirklich, es war die Reaktion. Extrem schnell reagiert. Ja, der hat alles perfekt gemacht. Das Wichtigste war eben halt der Druckpunkt. Man sieht es hier noch einmal, wie er sofort in den ersten 10 Metern schon das Rennen gewinnt. Nachher wäre es schwer geworden, wenn er den Start nicht so perfekt abgeliefert hätte. Dann hätte Holger die Chance gehabt, am Ende der Geraden noch aufzuholen. Jetzt hatte ich die Frage, wenn es eine Revanche geben sollte, wir wollen es ja nicht beschreien, aber wenn es so ist, was ist das, was man jetzt ändern muss am Porsche? Holgi muss einen 962er wassergekühlten Motor einbauen. Mit 800 PS, denn sie bröselt keine Sonne okay, okay. Mehr. Aber das Teil ist natürlich teuer, sowas. Ne? Ist es eine Frage des Gewichtes vom Auto? Ja, auf jeden Fall. Ist ja sehr viel Serie dabei? Ja, der ist schon sehr, sehr leicht, der 911, den er da hat. Wenn du reinguckst, sind noch keine glatten Türen. Da ist nicht viel geschnörkelt drin in dem Auto. Da hat er schon rausgenommen, was nicht unbedingt drin sein muss. Aber das Grundkonzept, das Gesamtgewicht, das Gewicht ist einfach zu hoch gewesen, um gegen ein Motorrad gegen anzustinken. Wir reden jetzt hier vom Auto, was auch nicht viel mehr als eine Tonne wiegt. Ne? Naja, aber trotzdem, es ist einfach das Gewicht. Es ist ja dreimal so hoch, das nützt ja alles nichts. Und da hat eben alles gepasst. Er hat natürlich das, was das Wichtigste ist, Lotto. Er hat sich auf dieses Rennen vorbereitet. Ich sage dir, der war ganz, ganz oft am Trainieren. Und die ersten Male waren die Starts so katastrophal. Da habe ich gesagt, das wird nichts. Das schafft er nicht. Wir gehen einfach rüber zu Hinlack. Nur ganz kurz mal Frage, was das Prozedere wäre jetzt, wie Brösel muss die Revanche anbieten oder Holgi muss sie fordern? Hinlack, das fällt raus, oder? Das müssen wir sehen, was da jetzt passiert. Du bist näher dran. Ja.
Also wir können die beiden natürlich nochmal provozieren, dass sie sowas sagen. Dann haben wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder so ein kultiges Ereignis. Warum denn nicht, oder? So, Holger, er winkt. Und die Fans applaudieren natürlich, klar. Ist ja auch ein fairer Verlierer. So, so, da sehen wir gerade die Bilder. Das übrigens ist der Austin Healey von Andy Feldmann, vom Bruder von Brösel, auf dem jetzt gerade der Gewinner, Röttger Brösel Feldmann, zum Start zurückgefahren wird. Guck mal, die Menschen flippen natürlich aus am Streckenrand und applaudieren heftig. Kommt gleich zu uns auch. Ist ein schönes Gefühl für ihn. Ich hab wirklich das Gefühl, das saß 30 Jahre lang, hat das an ihm genagt ein bisschen, ne? Definitiv. Also das, ich sag mal, das ist eine tiefe Wunde, die, ich denke mal, jetzt heute endlich verheilt ist. Eine Wunde, die heute endlich verheilt ist. Ich freue mich drauf, dass wir möglicherweise eine Revanche kriegen. Guck mal, jetzt kommt Brösel hier. Jetzt kommt er an. In Richtung Schmähturm. Ich möchte noch mal daran erinnern, 1988, vor 30 Jahren, als Brösel oben auf dem Schmähturm war, da ist das Rohr abgerissen und hat alle rundherum nass gespritzt. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt also, es kann uns auch möglicherweise hier treffen, falls das Rohr abspritzen sollte. Aber warten wir es einfach mal ab. Mal sehen, was passiert. Das ist eben live. So, da ist er, der Sieger. Holgi, ich frage nochmal, habt ihr euch überlegen, geht einer auf den Schmähturm oder alle beide? Und Bilder, die wir einfach jetzt nochmal genießen. Das heißt, wenn jetzt zieht er die Jacke aus. Ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn man auf den Schmähturm geht und selber nicht derjenige ist, der bestraft wird. Richtig, aber so wie ich gehört habe, gingen ja beide hoch. Ja. Ja. Und das ist auch wieder ein Zeichen, ich sag mal, von Ehre und Respekt. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Das ist Freundschaft. Freundschaft, schon lange. Im Club 68. Eine lange Freundschaft ist hier geboren worden. Oh ja, jetzt wird Scheiße nochmal besiegelt. Guck mal, da kommt der Porsche. Der Porsche kommt auch. Was für ein schönes Teil, darf man nicht vergessen, ne? Auf jeden Fall. Also auch ein zeitloses Auto, ne? Echter 911er, der übrigens einiges wert ist, darf man nicht vergessen. Diese Dinger werden gehandelt, also ich glaube schon, also im dreistelligen Tausenderbereich. Auf jeden Fall, das ist eine echte Wertanlage, ne? Jetzt kommt der Schmähturm. Wir hören mal eben rein, was Matze und Brösel sagen. Aber ich habe nur Hälfte gehabt und ich bin ja auch gar nicht bis 5000 gedreht. Ich habe ja vorher schon geschaltet. Und wenn die letzten 20 Meter wärst du auch freihändig gefahren, kann das sein? Wenn Holgi jetzt näher gekommen wäre, dann hätte ich noch mal richtig Stoff gegeben. Aber die Bahn war ja schon zu Ende, ich war ja schon übers Ziel. Ja. So, ihr bist auf den Schmähturm, du hast gesagt, du gehst auch hoch. Und das wollen wir uns natürlich alle nicht gehen lassen. Also, Holgi und Brösel gehen alle beide gemeinsam auf den Schmähturm. Und wenn da oben dann gleich, ja, die Flüssigkeit rausläuft, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal einen Applaus wert. So, Matze Knob als Niki Lauda geleitet die beiden auf den Schmähturm. Das sind natürlich unvergessene Bilder, vor allem dieses Wetter dazu. Sonnenschein pur, gelungenes Festival. So, man sieht die Konstruktion, es sind Schläuche gelegt, durch die jetzt gleich... Ja, ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Wir haben noch ungefähr 2 Minuten Sendezeit. 1:30 sogar nur noch. Guck mal jetzt, oh, was für ein schönes Unterhemd der Holger trägt. Hey, er trägt ja immer tatsächlich nur Polohemden. Man muss ganz ehrlich sagen, wie man einen solchen Körperbau haben kann. Seine Frau sagt, damit wirkt er immer angezogen. Guck mal, Brösel ganz oberkörperfrei. Ich möchte das, wir wollen Ihnen zu Hause diese Bilder natürlich nicht vorenthalten. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Wir sagen vielen Dank, Keno, danke, dass du dabei warst. Ja, gerne. Hat einen mega Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Es geht gleich hier weiter mit Live-Fernsehen im NDR, mit Bingo, der Umweltlotterie. Und ich hoffe, wir können Ihnen jetzt noch die Bilder zeigen vom Schmähturm, dieses legendären Rennens 2018, Werner-Rennen, die Revanche, echt was los. Danke, dass Sie dabei waren. Munter. Nicht mitnehmen will, dann ziehe ich das Unterhemd aus und sitze dann nackelig da. Jetzt klettert sie auf die entsprechende Vorrichtung und jetzt kommt auch schon der Katzenkugel.
Fall mir da nur nicht runter, mein Junge. Halt dich gut fest.